Man ist nirgendwo so allein wie in einem Boxring. Eins gegen eins, da gibt es keine Ausreden. Irgendwann merkt man, man geht halt nicht mehr mit den Jungs boxen, sondern man ist Boxer. Also ich halte immer noch inne, wenn ich hier reinkomme und denke so, abgefahren. Also ich bin Martin Schneider, 35 Jahre alt, von Beruf Diplom-Ingenieur, aber mittlerweile Inhaber eines Boxclubs, weil ich keine Lust mehr hatte, im Büro zu sitzen. Vor dem Boxclub war ich Ingenieur bei Ford. Ganz viel E-Mail-Kommunikation gemacht, Telefonkonferenzen, in Meetings gesessen, langes Hemd, Ärmel, seriös. Ja, danke, gerne, bis morgen auf deinem Schreibtisch. Also ich habe mich immer als Excel-Listen-Jockey bezeichnet. Jeden Morgen um 6 raus. Ich habe 5 Jahre lang jeden Morgen gedacht, ach, fuck it. Es gibt in den letzten 2 Jahren so 10 Tage, wo ich hier reingekommen bin und so entweder Stress hatte, schlecht geschlafen und wirklich keinen Bock hatte. Aber wenn die Leute reinkommen und haben Bock, das steckt an, das motiviert. So ein Bürojob hat man jeden Montag und jeden Dienstag keinen Bock. Meistens auch noch mittwochs. Von daher ist das schon ein ziemlich cooler Schnitt, finde ich. Also ich versuche in meinem Training natürlich technisch zu sein. Dann redet man von Hebelarm, Schwerpunkt, Verlagerung, Körpermechanik spielt eine Rolle. Und wer das hören will, der kriegt dann natürlich auch jede Menge Feedback. Also wir versuchen anzuregen, dass jeder im Training immer wieder einen Aha-Effekt hat. Es ist ein Gentleman-Sport. Sobald jemand mit was anderem als den Fußsohlen im Boden berührt, ist der Kampf vorbei. Man stellt sich so eins gegen eins einem Gegner und muss sich behaupten. Und das auch viel taktieren, clever sein, sich was überlegen, das ist schon faszinierend. Mein erster Kampf war auf einer Hochschulmeisterschaft. Das war nach 11 Monaten Boxen. Als mein Name aufgerufen wurde, ich musste in den Hochring vor Publikum, dann kommt diese sehr positive Grundnervosität. Und ich habe in der ersten Runde viel zu viel geschlagen, die ging dann auch an mich. Und die zweite und dritte Runde hat er sich dann seine Punkte geholt, weil ich nicht mehr konnte. Habe ich nach Punkten verloren. Das war respektabel, aber hat mich natürlich gewurmt und dann motiviert, bei der nächsten Hochschulmeisterschaft durchzustarten. Und da habe ich dann auch in der Leistungs- und Gewichtsklasse den Titel geholt. Am geilsten ist, wenn man hier sitzt, die Tür geht auf, die Leute kommen rein oder kommen nach dem Training und sagen, ey, geile Einheit oder oh, da habe ich was gelernt oder fragen nochmal was nach und verstehen das dann. Das macht stolz. Ich mache das ja hier nicht, weil ich nichts anderes kann, sondern weil ich da Bock drauf habe.